Hallo und herzlich willkommen zu einem Video hier auf PEX106. Ja, heute habe ich mal ein Autogramm zugesendet bekommen, daher ich da eine Anfrage gestellt habe. Und zwar von einer gewissen Person, von der ich jetzt mal das Autogramm rausholen werde. Das Video wird jetzt wahrscheinlich nicht allzu lang. Aber finde ich sehr cool und habe ich mich auch sehr darüber gefreut, hier von Olympiasiegerin, Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier. Hier original unterschrieben. Sieht man hier, der Edding glänzt. Und dann haben wir hier noch Laura Dahlmeier, geboren am 22.08.1993 in Garmisch-Partenkirchen. Bewegungsbotschafterin der AOK Bayern. Fünffache Biathlon-Weltmeisterin 2017. Gesamtweltcup-Siegerin 2016-2017. Ja, die Tipps, die könnt ihr euch jetzt anhalten und selbst durchlesen. Ja, wenn es mal scharf wird, genau. Aber die werde ich jetzt nicht vorlesen. Auf jeden Fall sehr cool. Ich habe zwar nach Widmung gefragt, aber das ist genauso okay, wenn hier keine ist. Hier das Autogramm, hier die Laura Dahlmeier. Ja, habe ich mich sehr darüber gefreut, weil ich das angefragt habe und gesehen habe, also bei anderen Empfängern, dass es bei diesen bis zu 1 bis 2 Monate gedauert hat und jetzt ist es direkt gekommen, was natürlich mega nice ist. Und dieses Autogramm kommt natürlich in meine Autogrammsammlung und werde ich wahrscheinlich auch einrahmen. Ich erwarte auch noch Autogramme von Sepp Maier, Kai Pflaume, Pietro Lombardi, Helene Fischer, wen hatte ich noch nicht, und noch zwei anderen, und zwar Wann komme ich denn drauf? Mein Gott! Naja, auf jeden Fall von mehreren Stars und Prominenten. Und ja, ich habe mich da sehr darüber gefreut, dass das so früh kam. Vor allem ist das Autogramm, finde ich, sehr cool. Oh, jetzt hätte man hier fast meine Adresse gesehen. Ich hoffe, das konnte man nicht erkennen. Jetzt muss ich die noch unkenntlich machen. Aber finde ich sehr cool hier, dass das so ist. Hier, wie sie das unterschrieben hat, hier mit den Medaillen. Und das war es auch von einem kleinen, kurzen Video. Vielleicht bringe ich heute noch was, aber eher nicht. Dann kommt aber morgen was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.